Und damit es uns auch was anzeigen kann, geben wir ihm noch, also wird dieses Objekt jetzt anzeigen. Man sieht das auf dem großen Rechner komplett, aber das ist viel besser. Ich hätte sonst auch, wenn es da. Also das heißt, WPF ist also so nett für uns und stellt Objekte einfach mal per Default so mit A. Das heißt, es gibt dieses Objekt, das erzeugt. Worauf es jetzt ankommt, also worauf ich den Fokus legen will, ist, ich habe jetzt keine Zeile Code geschrieben, keinen imperativen Code, sondern ich habe es einfach nur dieses Objekt geschrieben hier drin. Genau. Damit wir irgendwie was Nettes anzeigen können, sagen wir überschreiben die ToString-Methode, so wie es aus Java bekannt ist, und sagen, wir wollen eine sinnvolle Anzeige haben. Das heißt, wir nehmen erstmal den Username. Genau, das heißt, wir haben auch irgendwie was Schönes, was wir sehen können. So, damit habe ich eigentlich schon den ersten Teil, den man Eigenschaften setzen kann, vorweggenommen, nämlich einfach über die Attributsyntax. Das heißt, ich habe irgendwo eine Klasse, die Property Username hat und die kann ich in XAML einfach setzen über das XML-Attribut Username. Genau, das ist eigentlich Schritt Nummer 1. So, das ist dieser Fall hier. So, damit es irgendwie nach was aussieht, sagen wir mal, von 6 nochmal ein bisschen größer auf 30. Und ich tue das mal vorhin, wo es ein bisschen zentriert ist. Ja. Boah, das ist der PPF-Kram. So. Das ist die eine Art, Properties einem User zuzufügen. Aber das funktioniert hauptsächlich mit einfachen Eigenschaften. Wir haben eine andere Art, Eigenschaften zuzufügen. Wir können also sagen, wir haben unsere XAML-Demo-User und davon Username. Und der wäre dann zum Beispiel. So. Können wir auch umbrechen, weil Whitespace ist XAML nicht ganz so wichtig. Wieder eine andere Art, eine Eigenschaft zu setzen. Der Punkt an dieser Art der Syntax, das eine Property zu setzen, ist der, dass hier drunter wieder komplexe XML-Objekte liegen können. Das heißt, du kannst den ganzen Object-Tree damit aufbauen. Du musst jetzt nicht nur Strings reintun, da können auch noch komplexe Adressenobjekte drin sein, was für den User passen würde. Und solche Sachen. Kannst du mich mal gucken. Genau, so, das ist ganz schön egozentrisch, aber wie auch immer. Zwei Konzepte sind hier schon mal vorgestellt. Zum einen die Namespaces. Also, das ist ein ganz normaler XML-Namespace, dieser Prefix-Notation. Und dieser Namespace wird hier oben eingeführt. Und mit diesem Präfix CLR Namespace. Das bedeutet, dieser Namespace verweist auf einen Namespace, der in einem CLR-Klassenraum ist. Also genau das hier, dieser Namespace hier oben. Das ist die Verbindung zwischen XML und unserer normalen Klassenstruktur in C-Sharp oder welcher CLR-Sprache man auch wählen möchte. Genau, ein zweites Ding ist, CLR steht für was? Ja, Common Language Runtime. Ah, okay. Das ist die Sammlung aller Sprachen, oder das ist die Runtime, auf der all die Sprachen laufen, die von .NET unterstützt werden. Das ist C#, C++, Visual Basic
F-Sharp. Also sowas wie die Java wird gelernt. Genau. Genau, eine Sache ist hier auch schon klar, das ist hier eigentlich eine automatische Typenkonvertierung, denn was hier eigentlich stehen müsste, wäre String, dann wäre nicht einfach irgendwas eintun können, und dann wäre hier drin das. Eigentlich müssten wir sagen, hier ist ein String drin, aber Xamarin ist relativ clever und wertet die Sachen gleich aus. Und braucht es nicht zu wissen. Also zum Beispiel, eine weitere Property einführen, die wäre vom Typ DateTime, also ein Datum, und das wäre Date of Birth. Und wieder sagen einfach, dann steckt es gleich so vor. Kommt hier rein, Username, was born on, zack, Date. Was uns das noch erlaubt, wir machen das einfach mal zurück in den Username. Und wir sind jetzt mal so gemein und sagen, dass sein Date, das noch nicht kompiliert ist, deshalb steht das nicht vor. Date of Birth ist was anderes. Es fügt das nächste Konzept ein. Diese geschweiften Klammern deuten sogenannte Markup-Extensions an. Das bedeutet, Markup-Extensions sind Klassen, die die Methode provideValue haben. Das heißt, sie sind Klassen, die mir Werte zurückgeben, die dann im XAML ausgewertet werden und hier reingeschrieben werden. Ich könnte also zum Beispiel sagen, ich möchte gerne statisch zugreifen, UpdateTime, Dankeschön, und sage Yes. Now ist eine statische Variable von DateTime. Greift auf die Current Time zu. Deswegen sagen, Tobias was born am 18.10.2011 und so weiter. Das ist die Sache. Das heißt, wir haben nicht nur den Weg, über XML-Strukturen Objektbäume zu beschreiben, sondern wir können in Stellen, wo es tricky ist, wo es also schwer ist, Werte zu bekommen, diese Markup-Extensions benutzen, wie zum Beispiel das jetzige Datum. Solche Sachen.